packen wir da unten hin, dass man arbeiten kann notfalls. Wir haben zwar keinen Ingenieur für unterwegs mit dabei. Obwohl da prinzipiell auch nichts dagegen sprechen würde, das zu tun. Zack. So. So, dann können wir hier nämlich gleich mal die Sachen noch... Ich wollte ja noch ein paar Sachen fertig bauen. SEP Structural Girder ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Wie groß ist der? Der ist auch relativ kurz. Großer Metallstab. Ja, großer Metallstab sieht gar nicht schlecht aus. Großer Metallstab ist bestimmt fürchterlich groß. Ist er tatsächlich. Erwartungsgemäß irgendwie. Achso, man braucht da Plus. So. Sunflowers heißen die, ja. Habe ich die überhaupt schon? Ich glaube, ich habe die. Was ist das? Moment, ich bin kurz abgelenkt, weil ich rausfinden will, was das ist. So coole Sachen habe ich. Warum sagt mir das keiner? Warum habe ich so coole Solarpanels? Und die wieder einziehen? Echt jetzt? Warum benutze ich sowas nicht viel mehr? Abgefahren. 75 Strom. Nie wieder Diskussion. Alter. Ich bin sofort wieder bei euch mit irgendwelchen anderen Dingen. Wie cool ist das denn? Gebt euch diesen abgefahrenen Kram. Wenn man es so anbaut, ist es sogar noch... Gut, jetzt kann man natürlich aus dem Fenster nicht mehr so besonders viel sehen. Schau mal auf den Preis. Was für ein Preis. Preise. 18.000. Oh, aber die sind doch... Such nach Foto. Na gut, ich guck mal nach Foto. Aber die sind designtechnisch sind die der Hammer. Foto. Blanket, Rectangle, Enzyme. Ja, nee. Utility. Da ist er, glaube ich. Portable Light Kit. Includes Solar Panels and a Power Coupling for Situations where built-in Solar Panels are inadequate. Jetzt nur noch auf- und abschwingen, dann fließt er. Aber das mit den Solar Panels gucke ich mir gleich noch an. Wir nehmen mal ein paar. Gut, hier ist voll. Wir nehmen hier noch ein bisschen Lampen mit, wenn wir da schon noch Platz haben. Zack. Okay, hier ist jetzt echt Ende Gelände. Stimmt, C4 nehmen wir tatsächlich mal mit, dann kann ich hinten diesen Tank endlich mal sprengen. Lass uns einfach ein bisschen Sprengstoff mitnehmen. Wenn das einer den Touristen erzählt, seid ihr alle gefeuert. So. So, hier ist voll. Zack. Dann Inventory. So. Bau die Solarpanels doch an das Orbit-Modul. Ich bin noch nicht zufrieden mit den Solarpanels. Ich wollte mich jetzt nur erstmal darauf konzentrieren, die Sachen noch mitzunehmen, die wir für... So, wie viele Lampen kriegen wir da mit? 5. Na gut. Okay, wir sind relativ gut ausgeleuchtet, was die Basis da angeht. Zack, 4, so. Ich brauche noch einen Ground Anchor. Habe ich? Nee, ich habe den Ball da stehen. Ich kann das an den Ball anbauen. Dann da hoch, dann da hoch. LEDs. LEDs. Man kann nie genug LEDs haben. Na ja, gut, vielleicht tun es auch 10 oder so. Das wäre schon mal ganz spannend. Und struktural gesehen
Ich habe aber noch keinen länglichen. Was ist das? Truss 1. Was ist das? Alter. Okay, damit kann man auch echt abgefahrene Raumschiffe wahrscheinlich bauen. Okay, ist aber ein bisschen groß für unsere Zwecke. Das SCP-Ding ist wahrscheinlich ein bisschen arg klein. Ja, nee, alles gut. Wir bleiben bei den Stahlbeams, die wir da mit haben. Ich glaube, das passt. So. Passt da noch eine Lampe rein? Dann nehmen wir einfach noch eine fünfte mit. Klassischer Fall von haben ist besser als brauchen. So. Also 5 Lampen, 10 LEDs und im anderen haben wir immer noch kein Sunflower. Verdammt, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Inventory. Raus mit euch. Raus mit euch. Wir fangen nochmal mit dem Sunflower an, das ich eigentlich einpacken wollte und aus irgendwelchen Gründen hat es halt nicht mehr reingepasst, weil voll und so. Unter Utilities wurde mir gesagt, war das und ich habe es da auch gefunden, oder? Ich hatte es doch eben schon. Sunflower, wie groß bist du? 150, okay. Zwei machen wahrscheinlich Sinn. So, jetzt gucken wir mal, wie viele Lampen wir noch bekommen. Hahaha, ihr denkt, ihr könnt mir sagen, wie viele Lampen ich mitnehmen darf? Ganz sicher nicht. Ich baue die jetzt einfach ans Raumschiff ran. Also diese Lampen sind nicht dafür gedacht, dort zwingend zu bleiben, erfüllen aber gleichzeitig kurz. Also ich habe ja da oben schon Lampen für eine Landung, aber den Zweck erfüllen sie noch ganz gut mit. Aber das sind einfach 4 extern gelagerte Lampen, damit ich die auf Minmus für die Landezone lassen kann. So. Ihr seid voll. Zack, das sind 4 Lampen für die Base. Und dann nehmen wir nochmal eine Lampe mit für Sachen. Und dann können wir wieder unsere 10 LEDs versuchen, da reinzuschmuggeln. Ja, 10 LEDs passen. Okay, ich würde sagen, so lassen wir es jetzt einfach auch. So, abgerissen. Alles kaputt. Wir müssen von vorne anfangen, Freunde. Keine Chance mehr. So. Gut. 12. Tranquility Base here. Alex, vielen lieben Dank für dein Abo. 5. Monat in Folge auch schon. Ja, super. Dankeschön. Boah, so kann man natürlich auch tun, ne? Warte mal. Da ist die Dings. Da ist das. Wir könnten natürlich sagen. So, und dann wird die Lampe einfach nach unten verlagert. Da kann die ja immer noch beleuchten, was man da unten sehen möchte. So, und dann hätten wir hier Retrakt-Solarpaneele. Ich wusste, es hat irgendeinen Haken. Okay, Extend-Solarpaneele. Ich finde die echt super. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wo ich sie hinbaue. Ich finde die wirklich super. Die sind richtig gut. Bedenke, du willst das obere Modul eventuell an die Minmus Space Station andocken. Will ich das? Wie sollte ich das tun? Ich habe gar keine Möglichkeit, das obere Modul irgendwo anzudocken, weil es. Wie sieht das andere Solarpanel aus? Welches andere Solarpanel? Was meinst du? Andere Solarpanel. Ich glaube, das ist überhaupt kein Solarpanel. Das hier ist einfach ein. Ich kann Beam-Power Sachen machen. Habe ich mir noch nicht durchgelesen. Foto, das erste Foto. Das erste, wie gesagt, das hatte ich gerade gesagt. Das ist der Blanket Antenna Receiver. Das ist, glaube ich, also das hat keine Stromerzeugung. Das kann nur, DC-Strom
Dinge empfangen. Also wir können mal gucken, wie das aussieht, aber ich habe mich mit dem. Oh ja, das ist auch total unsubtil und klein. Ja, ich finde, sollten wir so mitnehmen. What the? Im Text steht was von Photovoltaik. Solar Power Receiver. Ja, aber. Ja, nee. Also kann man mal machen, irgendwann, wenn man verstanden hat, wie dieses Power Projection. Also das ist mir jetzt echt ein bisschen zu groß. Also ich sag's ja nur ungern. Ja, ich rede gerade auch über diese Solarpanels, aber das ist mir echt ein bisschen zu groß. So, jetzt möchte ich aber nochmal gucken, wie ich diese Solarpanels hier irgendwie sinnvoll zum Einsatz bekomme. Größenmäßig. Also eigentlich spricht bei dieser Option, was ich gar nicht so schlimm finde, nur dagegen, dass ich ein bisschen Schiss hätte, dass wenn ich einen Wiedereintritt mache, die Dinger mir einfach stumpf abfackeln. So. Genau, die sind auch nicht mehr einfahrbar, genau. Und wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass sie Solarstrom machen. Da steht nichts von Solarstrom in der Beschreibung. Also in der Besch im Text steht das drin, aber auch irgendwelches Geseier von wegen Near Infrared und so. So. Weil wenn ich das so tue, habe ich echt Schiss, dass das fackelt ab beim Wiedereintritt. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das funktioniert. So. Jetzt ist die Frage, was wäre denn, wenn man die seitlich macht? Ändert das was an der Situation? Zack, extend. Muhu! An die Supplies. Jetzt erstmal die Frage, tracken die? Tracking Speed 025. Ah, die tracken eh. Das heißt, die drehen sich eh, wohin sie wollen. Ja, Thorsten, zwei dumme, ein Gedanke. Also die tracken eh, was auch immer sie für richtig halten. Das würde dann aber auch heißen, ich kann die letztlich anbauen, wie ich will. Das sieht jetzt aus wie eine Vogelscheuche. Ich finde, das sieht voll raumschiffmäßig aus. Ich weiß ja nicht, was ihr für Probleme habt, aber ich finde, das sieht voll raumschiffmäßig aus. So würde ich das auch bauen, wenn ich ein Raumschiff, also ein richtiges Raumschiff designen müsste. Genauso. Nicht anders. Total abgefahren, Mann. So abgefahrene, völlig übertriebene Solarpaneele. Genau mein Ding. Und dann tracken die noch irgendwo irgendwelche Sachen. Ich nehme die mit. Das ist voll zukunftsmäßig. Richtig zukunftsmäßig. Okay. Gut, so viel zu dem Thema. Also Solar haben wir deutlich mehr, als wir jemals brauchen werden. Schieb es weit genug hoch für den Wiedereintritt. Ja, das ist noch eine gute Ansage, glaube ich. Und das zu tun. Zumindest schadet es wahrscheinlich nicht. Einfach sicher ist sicher. So, da kann man es dann gut festtüdeln auch mit ein bisschen Schnur oder so. Keine Ahnung, was man in der Raumfahrt so benutzt. Jo. Gut, ich glaube, soweit haben wir es jetzt erstmal. Wir kriegen diese Touristenmission heute bestimmt noch irgendwie hin. Ich habe 400 Strom mit dabei. Erstmal. Erstmal. Wir könnten aber tatsächlich aus Gewichtgründen. Warte mal. Würde ich vielleicht eine Batzi unten drunter schnallen, weil eine Batterie einfach auch ein bisschen was wiegt. 13.500, hervorragend. So. Ja, cool. Minmus 3,6. Da unten müssen wir nämlich nicht. Antenne ist auch noch eine. Ah, stimmt, Antenne habe ich auch vorhin drüber nachgedacht. Aber diesen Gedanken dann auch wieder relativ schnell vergessen. Direct Antenna? Nö. Wir nehmen hier einfach die gute alte High Gain. Suchen uns einen schicken Ort, wo wir die anbauen.
Ich würde ja mal sagen, grob hier. Wenn es dreht, macht es bestimmt auch Flatsch, oder? Nee, da unten stresst es nicht. Trend geht ja zur Zweitantenne, um das Eule-Bild mal komplett zu machen. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich diese Antenne hinstecken soll. Schon wieder irgendwelche abgefahrenen Sachen. Das ist auch ziemlich cool. Deployable Solarpanel. 2 pro Sekunde. What the fuck? Über was stolpert man hier alles? Ah, ich habe, glaube ich, meine Antenne gefunden. Ja. Das ist meine Antenne. Noch rausfinden, wo ich die hinbaue. Hier so irgendwo. Stört die normalerweise nicht. Man kann sie anmachen, wenn man sie braucht. Das Ding ist erstmal okay. Zack. So. Gut, kümmern wir uns um den Flug an sich. Das da reicht auf jeden Fall für die Minmus-Landung und um wieder wegzukommen. Das ist okay. Jetzt brauchen wir was, um nach Minmus zu kommen. Und ich denke mal, das kriegen wir relativ einfach mit hochskalierten Teilen gebacken. 2600 Delta V bei einer Trust Rate Ratio von unglaublich viel zu viel. Check. Ach so, wir müssen das vielleicht auch mal auf Kerbin dann umstellen für die Dings. Aber okay, aber das ist immer noch genug. Trust Weight. Reaction Wheel glaube ich nicht, dass wir es brauchen. Also nicht für den Part da oben. Das Ding hat einen 30er Torque, der große Pott, das sollte sich drehen. Und wenn nicht, haben wir 120 Monoprop und Monoprop-Steuer-Nupsi-Dinger. So, großer, übertriebener Tank. Zabum. Und großes Huch, großes, übertriebenes Triebwerk bitte noch. Jawohl. Zack. Zack. Atmospherics sind wir dann bei 162. Da kann man sicherlich noch ein bisschen mehr Tank dazwischen dengeln. Einfach nur, weil es geht. Und es unseren Puffer für die armen Touristen noch weiter unnötig erhöht. So, insgesamt sind wir dann bei 4000 und ein bisschen. Wir könnten noch ein bisschen. Raus, Landung zurück, bla. Geht schon. Das geht prinzipiell schon. Ich meine, 3, 4, um in Kerbin-Orbit zu kommen, dann haben wir ja alles gut. Ich glaube, das reicht. Das reicht tatsächlich. So, Atmospheric sind wir bei 1, 4, 4. Jawohl, das reicht auch, um das Ding
ziemlich senkrecht in den Himmel zu zimmern. Schwuppdiwupp. So, dann müssen wir hier noch das Fairing kurz mal zumachen. Build Fairing. So, wir machen das ganz knapp. Über das rüber. Zack. 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 Tada, schon fertig. Das autostrotten wir einfach mal gegen das Heaviest Part und das hier autostrotten wir mal gegen das Root Part. Das autostrotten wir auch gegen das Root Part. Das Root Part selber ist ja, nee, andersrum, das Containerchen ist gegen das Root Part gestruttet, sodass das oben nicht wackelt. So, und nee, Booster brauchen wir aber 144 echt nicht für den Start. Was wir noch brauchen, sind Flügeletten. Schupf, schupf. So. Und eine Startrampe. Was ist denn jetzt passiert? Irgendwie, das war nicht das, was ich anklicken wollte. Das war, was ich anklicken wollte. Sehr schön. So. Dann das Ganze noch ein bisschen auf eine zivile Höhe zurückziehen. Schwupp. Schwupp. Und zu guter Letzt, das sieht doch sogar von der insgesamt Symmetrie mal nicht völlig übertrieben aus. So. Vier Seiten Klemmschell 300. Vier Rundumleuchten. Ihr seid rundumleuchtensüchtig, Freunde. Das ist nicht das einzigste Teil, das wir hier zum Bauen haben. So. Gut, ich würde sagen, jetzt müssen wir nur noch einen Piloten engagieren, der uns dahin fliegt. Und ich bin fast am Überlegen, ob ich noch den Dings mitnehme. Und ich hatte geguckt, das hatte ich vorhin erzählt, der Marvin. Der Marvin ist der. Hat sich sehr früh eingetragen, also ist er wahrscheinlich mutig. Aber. Gleichzeitig ist es auch dumm, sich so früh einzutragen, wenn man noch gar nicht weiß, was da eigentlich passiert. Gut, unser neuer Pilot eingestellt. Und den muss man jetzt einmal noch kurz namenstechnisch austüdeln. Ich muss den nur mal kurz markieren. Das ist schon. Ich habe ja hier mein Übersichtssheet mit ungefähr. Wartet mal, lass mich mal gucken, wie viele sind da mittlerweile drin. 378 Körbeln, die sich eingetragen haben mittlerweile für Hardcore Colonization. Da muss ich dann auch immer mal abhaken, wenn jemand. So, der Merxi-Körmen ist das. Merxi, eine Aufstiegsantenne. Nee. Im Aufstieg. Oh Gott. Safe. Cancel. Safe, 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 safe. Kurz mal raus. So, Merxi-Körmen wird Marvin-Körmen. Und dann packt er sich die Touristen, fliegt auch schon mal los und dann können wir das Shuttle endlich mal übernehmen. Oh Gott, das wollte ich auch schon vor gefühlt 2 Stunden machen. Aber hey, halbe Million ist eine halbe Million, ne? Geschenkter Gaul und so weiter und so fort. Rooster Editor. Merxi Edit. So. Der Marvin Kerman. Sehr schön. So. Apply. Und weg damit. Gut, also dann erstmal Marvin, herzlich willkommen im Raumfahrtprogramm. Es war dir egal, wo du als Pilot arbeitest. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Mir ist es auch egal und du darfst jetzt Touristen rumkutschieren. So, aber es ist eine Rakete, immerhin. Das ist nicht alles schlecht. Gut, einmal die Crew mit Marvin versehen. Zack, und dann bin ich mal gleich gespannt, ob er die akzeptiert für uns. So, insgesamt kostet uns der Spaß jetzt 170.000 Ocken, das zu starten. Das ist aber gar nicht so wild, weil 100.000 erwarte ich ehrlich gesagt durch Massive Scale Launches zurück. Und jetzt finden wir mal raus, ob das funktioniert. Noch 2 Follows bis zum nächsten runden Milestone. Was ist denn in der nächste Runde Milestone? 1010?
Also laut meiner Anzeige sind wir jetzt 1021. Zwei hoch 10. Okay. 1024. Okay, dann sind wir aber nicht mehr 1021. Dann wird das in meinem Dashboard nicht mehr korrekt angezeigt. So, schauen wir mal, ob unser. Okay, wir haben Jurelei und Dudu vernünftig an Bord. Ich weiß jetzt nicht, ob er die beiden, also ob er die zwei, Windsailor und Kevin, dafür wertet oder ob er die zwei dafür wertet. Ist mir aber auch ehrlich gesagt völlig Humpe, weil der Vertrag scheint gültig zu sein und das ist schon mal gut. So. Da denkt wer binär. Bei dir sind, ja, wenn bei dir 1022 sind, alles gut. Deshalb, ich habe auch so zwei, was für 1023, was, wie, wo. Aber alles gut. Ja, dann sind es natürlich 1024. So, denken, denken, denken. Nicht zu viel denken. Feuer frei. Ich hoffe, der liebe Marvin macht das vernünftig. Ich werde ihn mal unter Beobachtung halten. So, Start ist geglückt. Soweit sieht's gut aus. Und wir gehen. Ich muss das jetzt natürlich ein bisschen per Hand fliegen, weil, naja, der liebe Marvin Kerman kann halt noch nicht so viel. Also an Manövern meine ich jetzt. Der Marvin ist bestimmt ein super Raketenpilot, der nur noch nicht entdeckt worden ist als neues Talent. So. Aber wenn der Vertrag jetzt so klappt, das wäre echt cool. Ich meine, das ist eine halbe Mille. Eine halbe Mille ist eine halbe Mille. Wir bezahlen letztlich für diese Kiste da. Wenn wir die Massive Scale Kosten abziehen, bezahlen wir für die Kiste 70.000 Körbel-Dollar oder Pfunds oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Und haben dann aber auch im Orbit das Modul hängen. Und guten Hunger, Thorsten. Viel Spaß beim Essen. Und die nächste Rakete wird dann wahrscheinlich schon so 10.000, 20.000 billiger, weil sie das Modul nicht mehr hochschleppen muss. Genau, und wir haben jetzt natürlich auch sehr viele Touristen. Also normalerweise wäre das auch eine Rakete, mit der man mal gucken könnte, ob man nicht zwei Touristenverträge gleichzeitig erledigen kann oder sowas. In die Richtung. So, wir können ein bisschen runtergehen mit dem Speed. Noch schnell genug. So, Steigwinkel ist, glaube ich, im Moment ausreichend. Ich beschleunige jetzt mal ein bisschen raus, dass wir auch ordentlich Höhe gewinnen, damit wir dann im nächsten Triebwerk sauber Richtung Minmus raus können. Das war natürlich vom Drehen her ganz ideal, was ich da gerade gemacht habe. So. Fairing auf. Licht an. Und wir können auch mal mit ganz ruhigem Gewissen, glaube ich, die Habitation anmachen. So, und damit haben wir dann 142 Tage Supplies. Ach so, Supplies für 22 Tage, weil Life Support. So, dann klappt es wahrscheinlich auch mit dem Essen, ne? 44 Tage, ja. Okay. Gut. Ach. Na gut, aber wir haben drüben Dings, ne? Oh nein. Ich hoffe, wir haben genug Schläuche. Ich muss das Ding mit der Basis verbinden, damit wir die besuchen können, weil die Typen können überhaupt keine EVAs machen, fällt mir gerade ein. Habe ich nicht dran gedacht. Aber wir haben drüben genug kleine Connector-Ports und alles, das kriegen wir hin. Alles gut, wir sind vorbereitet auf Minus. Wir sind vorbereitet. Hoffe ich.
So. Ich hoffe, ich habe da nicht schon wieder zu sparsam gebaut. Das habe ich schon vor einer Stunde geschrieben. Da, danke Nasradam, aber ich mache das nicht mit Absicht, ehrlich, auch wenn das vielleicht manchmal so wirkt. Danke für den Hinweis. Mein Problem, das ich nicht mitbekommen habe. Sieht aber gut aus. Delta V in der Current Stage sind noch 1600. Dann haben wir noch 1300 nachher übrig. Also das reicht für Transfer mit großer Wahrscheinlichkeit und fürs Einbremsen. Und dann können wir damit die Landung machen und den Rückflug. Apoapsis ist bei 80 Kilometer und der Jack Awesome hat ein Abo dagelassen. Vielen lieben Dank, Jack. Das ist tatsächlich sehr awesome von dir und viel Spaß weiterhin beim Zugucken. Und damit sind wir dann, glaube ich, jetzt bei 10 neuen Subscriptions vom monatlichen Goal. Also, wir sind fast da. Wir sind fast da. So, wir zirkularisieren jetzt gleich noch auf der Apoapsis. Im Groben und Ganzen haben wir aber das Wichtigste schon hinter uns. Wir können ja noch ein bisschen Licht anmachen. So, was hier passiert? Ach so, ja. Ha. Unser Stage Recovery. Also auch das, guck mal, hier, ich drehe jetzt gerade nur mit Torque. Das sieht gut aus. Also ich drifte jetzt erstmal rüber in Richtung der Apoapsis, damit wir mit möglichst wenig Aufwand unseren Orbit fertig machen können. Das ist jetzt der Fall. So, und dann müsste nämlich auch der Marvin gleich aufsteigen auf die nächste Stufe und sowas wie Pro- und Retrograde-Hold begreifen. Und wir sollten hoffentlich was von Massive Scale Launches bekommen. Jawohl. Oh, nur 40.000. Oh, dann haben wir doch deutlich mehr bezahlt für die Rakete. Schade eigentlich. Na gut. So, dann können wir jetzt unser Manöverchen planen. Zack, Set as Target. Das Minmus, ich denke mal da so, das ist gar nicht. Da war was im Weg. Ich denke mal da so. Ne, ist fast ein bisschen. Bisschen spät. Ui, viel zu weit. So, nimm so ein bisschen hoch. Immer noch so weit unten? Ach du Heilige. Ja gut, dann machen wir vielleicht doch eine Inklinationsanpassung. Wir müssen an der Stelle nach oben. So, 322 Delta V und jetzt können wir aber mal unser Raumschiff für den Orbitalflug vorbereiten. Jetzt bin ich mal gespannt. Abgefahren. So, und sie drehen sich erstmal in die andere Richtung, weil wegen macht keinen Sinn, keine Sonne da. Gut. Ausrichten zum Manöver.
Gut, wenn wir dann erstmal da sind, 930 raus transferieren, genau, 340 für den Dings, 930 Transfer raus, dann 160 Orbit, 180 landen, das sieht alles ganz gut aus. Oh, ich tüdel hier ganz schön rum. Das kommt davon, wenn man gleichzeitig Sachen liest und versucht zu fliegen. Und dabei nicht auf den Monitor guckt. So. Gut, jetzt einmal kurz Inklinationsanpassung geflogen. Und gleich kommen wir hoffentlich auch ins Licht, um unser kleines Raumschiff mit Sonnenenergie zu versorgen. Wir verbrauchen nämlich gerade ganz, ganz viel. Ne, jetzt laden wir ihn gerade mal wieder auf, weil Triebwerk und so. Aber normalerweise verbrauchen wir nämlich gerade ganz langsam und heimlich unseren Strom. Wobei wir jetzt nicht unbedingt besonders wenig mit dabei haben. Muss man auch noch dazu sagen. So, dann haben wir noch 900 Delta V ungefähr in der Stage drin. Das sollte gut genug sein vom Alignment, dass wir dann nach Minmus fliegen können jetzt. Also von der Plane. Die Inklination ist jetzt angepasst. So, jetzt gucken wir mal, ob wir Minmus da auch sauber treffen. Naja, fast. Da ist Minmus, da sind wir. Also sind wir ein bisschen spät. Also fliegen wir da ein bisschen rüber und so. Wir wollen landen. Also uns ist der Anflugwinkel eigentlich egal. Wir können jetzt noch mal gucken. Fokus View und Manöver. Gott, wie soll man das Manöver denn da aufklappen? Zack. Ob wir mit dem Manöver Rädchen noch ein bisschen arbeiten können, das können wir. So. So fliegen wir so rum. Okay. So macht es, glaube ich, mehr Sinn. Okay, den Rest können wir mit einer Mitkurs machen. Das heißt, in 25 Minuten kommt ein knapp 1 Minute 19 Sekunden langer Burn. Und wir gehen jetzt aber erstmal das erste Mal in die Sonne rüber, in der Hoffnung, dass unsere Solarpaneele dann irgendwas Sonnenstrahlungsausrichtungsmäßiges machen. Oh, ich bin ein Sonnenanbeter. Warte mal. Schwupp. Es ist ein kleines Männchen geworden. Ist tatsächlich so ein Schneemann. Ich habe das mit dem Schneemann vorhin nicht begriffen, aber jetzt macht es irgendwie Sinn. Kopf, Körper, Arme. Raketenantrieb. Wie Schneemänner halt so aufgebaut sind. Ja, genau. Hände hoch. Das ist ein Überfall. Ja, das ist nicht nur Design, sondern auch Funktion, möchte ich dazu nochmal sagen. Sieht nicht nur unglaublich unterhaltsam aus, sondern es bringt auch noch 5 Leute in einem Schwung, hoffentlich, lebendig und gesund nach Minmus und zurück. Und bringt uns 500.000. Das wäre zumindest so der Plan. Mal gucken, ob der so funktioniert. Noch ranzoomen an das Manöver und ich würde mal sagen, Feuer frei. So, die Stage brennen wir jetzt einfach mal leer. Die wird uns nicht mehr für den Orbitaleintritt helfen. Ich unterstütze das Ganze ein wenig mit RCS, einfach weil es Sinn macht. Wir haben davon echt, also wir haben halt echt viel Monopropellant, deshalb wollte ich uns mal ein bisschen davon befreien. So viele Dockings werden wir heute nicht fliegen müssen. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wir das machen. So.
Hallo, El Chupa. Was erwartest du, was ein Ausrufezeichen Loot-Kommando tut? Vorsichtig unser Manöver hier zu Ende fliegen. So viel zum Thema Manöver zu Ende fliegen. Da war Sprit vor allen Dingen mal zu Ende. Weiter geht's. Ja. Hoffe, es ist nicht Marvins einziger Flug. Ist das deiner, Furzbacke? Habe ich da deinen Körbel zufällig aus der Liste gegriffen? Ich sehe ja nicht, wer den erstellt hat. Ich sehe ja nur die Köbelnamen. Kommt er. Ich lasse ihn jetzt noch ein wenig fliegen. Ah ja, bei anderen Streamern kann man damit was abstauben. Ah ja, okay. Verstehe ich. Es gibt Loot-System, in dem man eine kleine kostenlose Werbung schaltet und dabei den Streamer unterstützt. Aha. Okay. Ich behaupte nicht, dass ich es komplett verstanden hätte, aber ich sage jetzt einfach mal okay. Gut. Wir kommen da lang. Wir können vorher schon mal irgendwo noch unterwegs eine kleine Korrektur machen in nicht allzu langer Zeit, genau eine Stunde oder so, dass wir einfach auf die Äquatorialebene schon mal runtergehen. Das macht den Anflug dann noch ein bisschen schöner auf die Basis zu. Ups. So, ich glaube, das passt ganz gut. So, das machen wir dann aber auch mit Monoprop. Jetzt heißt es erstmal Bye Bye, Kerbin. Hallo, wilder Weltraum. Hauen wir den Zeitraffer ein bisschen höher, dass wir mit unserem Gefährt uns auch ein wenig vorwärts bewegen. Ich habe keine Ahnung, was ihr meint mit diesen Werbeeinblendungen, aber. Ja, auf jeden Fall gibt es das bei mir nicht. Das hätte ich dem Bot beibringen müssen, wahrscheinlich. Und da ich noch nicht mal weiß, was genau das Loot-System ist, bin ich da wohl raus. So. Gut, wir machen das ganz kurz mit RCS. Ich habe auch ein bisschen überschossen, aber sollte trotzdem passen. Ist ja im Prinzip einfach nur ein Anti-Normal. So, und abgehakt. So, ansonsten könnt ihr mich gerne damit unterstützen, dass ihr diesen Stream guckt, euch im Chat aktiv beteiligt und wer dann glaubt, dass er eine Subscription oder Bits oder eine Spende hier lassen möchte, da freue ich mich ganz toll drüber. Aber ich freue mich auch, wenn ihr einfach zuguckt und Spaß am Stream habt. Also fühlt euch bitte nicht verpflichtet, hier irgendwas dazulassen, sondern guckt einfach, habt Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst ein Follow da. Und wenn ihr dann immer noch das Bedürfnis habt, irgendwie was spenden zu müssen, dann tut das sehr gerne. Discovery, Aber nominal Miko, Ohms one, not required. es war so klar, dass gleich wieder einer von euch mit Bits um sich schmeißt. Vielen lieben Dank auch noch einmal, lieber Mimir. Genau, aber bitte fühlt euch nicht dazu verpflichtet. Ich mache das gerne, weil es mir Spaß macht. Und nicht, weil ich sonst. Also ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Ich habe einen Job. Ich gehe arbeiten. Ich habe ein regelmäßiges Einkommen. Ich werde nicht verhungern, ich habe Sachen zum Anziehen, ich kann meine Miete bezahlen. Es ist ein Hobby. Und ich würde das auch machen, wenn ihr mir kein Geld dafür gebt. So, gut, jetzt setzen wir hier aber mal wir machen Bremsmanöver fertig, setzen das rein. Wir müssen mal Discovery, gucken. nominal Miko, Ohms one, not required. Dankeschön, Adriana, für die 100 Bits. Und jetzt gucken wir mal, wann. Oh, wir sind sogar ein bisschen eher als die Viper da. Die fliegt wohl.
Wollte gerade 5 Euro Donation da lassen. Alles klar, zurück damit. Ja, benutze die lieber für dich, Starkwood. Und Dankeschön, El Chupa, für dein Abo. Jetzt müsst ihr mich aber auch mal wieder spielen lassen. Ich sollte einfach jeden Stream scheinbar eine Ansprache führen, dass ihr kein Geld hier ausgeben sollt. Das scheint so umgekehrter Psychologiekram. Ich habe das mal bei den Simpsons irgendwo gesehen. Zu sein. Okay, aber dann überholen wir die Viper tatsächlich auf unserem Kurs und ich kann einfach mal direkt hier bleiben. Eingespeichert ist es ja. Und wir fliegen jetzt rüber und setzen direkt zur Landung an. Da ist der Moon. Und dann ist da auch schon Minmus.